Wir sind so nicht einverstanden, sagen diese Studis an der Siegener Uni. Meinungsfreiheit hin oder her. Sie haben heute protestiert dagegen, dass ein AfD-Politiker in einem Seminar einen Vortrag hält. Damit guten Abend, Südwestfalen, zu Ihrer Lokalzeit. Ja, wie weit darf Meinungsfreiheit gehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Philosophieseminar an der Siegener Uni und hat es damit vor allen Dingen erstmal bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Nicht wegen des Themas, aber wegen der eingeladenen Gastredner. Bunter Protest für Meinungsvielfalt und Liebe statt Intoleranz und Ausgrenzung. Mit diesen Slogans bewaffnet marschierten um die 80 Studierende und Hochschulmitarbeiter vor das Arthur-Woll-Haus der Uni Siegen. Unter ihnen Studentin Laura Liebe aus Netphen. Ein AfD-Politiker als Referent in einem philosophischen Seminar, für sie ein Grund zum Protestieren. Weil es mir wichtig ist, meinen Mitstudenten und meinen Mitmenschen zu zeigen, dass ich gegen die Ideologie der AfD stehe und hier einfach mich laut mache, um gegen Rassismus und gegen Diskriminierung zu stehen. Und um ihn geht es. Marc Jongen, Philosoph, Wissenschaftler, aber eben auch Bundestagsabgeordneter der AfD und Vordenker seiner Partei. Ihn hatte der Siegener Professor Dieter Schönecker in seine Seminarreihe zum Thema Meinungs- und Redefreiheit eingeladen. Dass diese Entscheidung bei vielen zu Ablehnung und Demonstrationen führt, dafür hat Marc Jongen kein Verständnis. Jeder, der heute hier in der Veranstaltung war, kann sich selbst ein Bild davon machen, wie gerechtfertigt diese lautstarken Proteste sind, die ja nicht sich auf die Vernunft und auf das Argument verlassen, sondern auf das Stören. Und das spricht für sich. Um das Seminar gibt es schon seit Wochen bundesweite Diskussionen. Denn nicht nur Jongen, sondern auch der SPD-Politiker und Buchautor Thilo Sarrazin steht auf der Referentenliste der Siegener Uni. Besonders damit hatte sich Philosophieprofessor und Veranstalter Dieter Schönecker Kritik eingehandelt. Aber auch heute bleibt er dabei, Meinungsfreiheit gilt auch für extreme Positionen. Ich kann nicht erkennen, dass Herr Jongen oder auch Herr Sarrazin, dass das Rassisten sind. Und der Witz an der Meinungsfreiheit besteht nun mal darin, dass man aushält, dass andere Leute andere Meinungen haben und die Begriffe, die dann ins Spiel kommen, nicht so eng definiert, dass man alle Leute, die einem politisch nicht passen, dann von vornherein ausschließt. Die Protestierenden mussten derweil draußen ihrem Unmut Luft machen. In den Saal durften sie nicht. Das Argument, dass sie einfach nur eine ungeliebte Meinung unterdrücken wollen, lassen sie nicht gelten. Rassismus und Diskriminierung ist keine Meinungsäußerung, es ist ein Verbrechen. Rassismus ist eine Ideologie, die man nicht weiter verbreiten sollte und wo sich auch gerade eine Universität eigentlich nicht mitschuldig machen darf. Die letzten Proteste zum Seminar über Meinungsfreiheit dürften das nicht gewesen sein. Thilo Sarrazin wird am 10. Januar erwartet. Da werden wir dann sicher auch noch mal vorbeigucken. Das ist der Ortseingang.